Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, ich dachte mir noch, eine Folge nehme ich heute doch noch auf. Ich habe jetzt in etwa 4 Stunden seit der letzten Folge offline gespielt und ein bisschen gefarmt quasi, ein paar Maschinen getötet, ein paar Lager ausgerottet, pipapo. Alles, was man in der Aufnahme nicht so machen will, weil es nicht so storygebunden ist. Ich kann mal kurz zeigen, Inventar. Ich habe schon wieder 1312 Metallscherben gesammelt. Ich habe mir ausgerechnet, wir brauchen insgesamt 2230 für unser komplettes Set, was wir uns gönnen wollen. Also die 2 Schattenbögen und das mega heiße Outfit, will ich es mal bezeichnen. Und ja, wir sind jetzt mitten in der Quest in fernen Ländern, die eine Division quasi, die ihre Fußstapfen in das falsche Land gesetzt hat. Und wir dürfen die jetzt suchen. Ja. Untersuche das verlassene Dorf. Ich bin im verlassenen Dorf, ich bin ja auch schon hingereist. Was ist das da? Nora-Krieger. Okay, die werden wenig damit zu tun haben, denke ich mir mal. Okay, ich scanne hier einfach mal durch. Die Maschinen haben damit ja nichts zu tun. Ich habe ja auch schon 3 Plünderer oder so vernichtet, die hier Patrouille gegangen sind oder irgendwas gesucht haben. Keine Ahnung. Das war auch ganz paranormal. Was ist denn das da? Wo will denn die Kiste? Okay, alles klar. Was soll ich denn hier beim verlassenen Dorf untersuchen? Wir sind ja hier. Okay, wir sind ein bisschen weiter nach da drüben. Da! Eine der Kaja ist hier gefallen. Oh shit. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Oh, da können wir unsere ultimativen Sinne natürlich einsetzen und die Spur nachverfolgen. Okay, ich sehe die Spur hier zwar, aber wo geht's? Da wird's hin. Okay, nice. Das hat ein bisschen was von Witcher 3, die Hexersinne. Hat ein bisschen was, fällt mir aber bei Stats auf. Hätte er aber auch früher auffangen können. Wir hatten ja schon mal so eine Sprünge. Kaja-Soldat. Gibt es Überlebende? Wenn nicht, kriegen wir dann trotzdem eine Belohnung. Versuchen wir nicht alle Maschinen auf mich aufmerksam zu machen, auch wenn das... Sind das Breitköpfe? Das sind Breitköpfe. Das heißt, die werden uns angreifen, und zwar die ganze Herde, wenn wir die jetzt aufstrecken. Das bedeutet, wir gehen einfach mal sneaky-peaky weiter, ohne dass die uns bemerken. Was war das denn? Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Okay. Alles klar, aber wohin ist er weggerannt? Das werden wir jetzt herausfinden. Anscheinend in diese Richtung. Easy. Ich muss auch endlich mal meinen Heilungsbeutel wieder füllen. Ich bin Half-Life, unter Half-Life. Das ist gar nicht gut, falls wir irgendeinen starken Kampf kriegen. Ist das ein Heilungszeug? Das ist ein Heilungszeug, sehr schön. Ich meine, regeneriert man nicht auch selber ohne das Heilungszeug? Ich glaube, mit der Zeit schon, oder? Oder irre ich mich da ganz stark gerade? Keine Ahnung, das brauche ich nicht, das kann man nur verkaufen. Oder Tränke daraus bauen, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Überall Blut. Er hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Zur Insel? Okay, schwimmen wir rüber. Gibt's hier Krokodile? Also ich weiß ja, dass es Krokodile gibt in dem Spiel. Für die Rüstung musste ich ja auch einen... Wie ist denn das? Ein Sprinterherz finden. Kann ich mal kurz auf der Karte zeigen. Denn Sprinter leben ein bisschen woanders. Die leben hier oben. Das heißt, ich bin den ganzen Weg hier darauf gehatscht. Den ganzen Weg hier raufgelatscht. Und hier gibt es Maschinen, von denen haben wir noch nie gehört. Hier, Schnappmaulareal. Hier, keine Ahnung, was das ist. Dann hier, das hier. Das wird zwar noch nicht angezeigt, weil ich das Tier selbst noch nicht gesehen oder erlegt habe. Aber das hier sind Donnerkiefer. T-Rex mit einem Raketenwerfer vom Rücken, kann man ganz vereinfacht sagen. Lanzenhornareal. Ich spoilere hier gerade richtig, ne? Da waren Stimmen. Aber egal, da werden wir überall noch hinkommen. Die Lande sind auch ein bisschen wärmer. Ich habe auch ein bisschen herausgefunden, dass quasi die verschneiten Areale nicht der Norden sind, sondern einfach die Areale, die quasi ein bisschen höher gelegen sind. Auf einem höheren Berg oder einem Plateau oder etwas derartigem. Und dass es nicht irgendwie im Norden ist oder so, weil Meridian ist ja auch ein warmes Land. Ich glaube, in der Nähe gibt es sogar eine Wüste. Alles klar. Blut ist eigentlich nie ein gutes Zeichen.
für ein Symbol oben? Was ist denn das? Lass mich bitte. Danke, dass du mich hier durchlässt. Was ist das? Reika-Gebäude? Werbung. Datenbeschädigungspaket. Alles klar. Okay, dann haben wir das auch freigeschalten, wir mal. Ich meine, über die ganzen Sachen, die man quasi finden kann, diese ganzen Sammlungsobjekte, erfährt man ja mehr über die Geschichte des Landes und so weiter. Aber das ist doch manchmal ganz praktisch, wenn man das einsammelt. Ich meine, ich suche nicht direkt danach, aber wenn mir schon oben im Radar angezeigt wird. Bei der Sonne, bei der Sonne. Was ist das? Mit Wonne. Gesang? Ich gab dem Biest den Rest, doch dann verpasste ich das Fett. Ich lande im Bierfass, ohne Unterlass. Könnt ihr bitte gehen? Ich war nicht bin nicht hier. Blau und ich bin doch keine Frau. Bei der Sonne. Boah. Erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt, ist mein Leben nichts mehr wert. Das war nicht allzu schlau. Geh doch weg! Oh fuck. Was ist das? Das ist. Oh nein, scheiße. Oh scheiße. Ich komme nicht weg. Wenn ich im Wasser bin, bin ich schutzlos. Wenn ich im Wasser bin, ah, scheiße! Geh im Wasser! Versuch doch gerade rauszukommen aus dem Wasser! Spring doch, Aloy! Spring, Aloy! Raus aus dem Wasser. Gut, dass ich die OP-Tränke habe. Wie gut, dass ich die OP-Tränke habe. Alter. Oh, was? Alter. Das Krokodil einfach. Das sieht nicht freundlich aus. Das ist auf keinen Fall freundlich. Ey, Leute. Ich weiß, dass man hier getrost hinlegt. Ja, der da oben hoffentlich bald verbrennt. Das scheiß Koko, das Schnappmaul. Schnappmaul heißt die, glaube ich, ne? Oh shit. Gut, das Feuer gegen die sehr effektiv ist. Sehr schön. Boah, heftig. Kommt der einfach aus dem Wasser. Ich hatte schon so ein schlechtes Gefühl, wie wir über den See geschwommen sind. Und es hat sich bestätigt. Was? Der hat einen Karcherbogen dabei? Wo ist der Dulli? Oh fuck! Genau in den Schlagsprung. Klappe hier! Der hat einen Karcherbogen dabei? Karcher-Jägerbogen! Wir kriegen einfach einen Karcher-Jägerbogen geschenkt! Wieso kriegen wir einfach einen Karcher-Jägerbogen geschenkt? Ja, ich will nichts gegen sagen, aber why? Kann man gut verkaufen. Ich bleibe erstmal bei meinem Nora-Jägerbogen. Einfach weil, wenn wir den schon gesockelt haben und ich will nicht den erstens noch sockeln, also modifizieren, wenn wir ihn nachher sowieso wechseln, wenn wir nachher den Schattenbogen. Sehr unsinnig. Deswegen bleiben wir erstmal beim Nora-Bogen. Alter, das war ein intensiver Kampf gerade. Ich dachte, das sind, ja, zwei Wächter und so. Gehen wir mal runter. Dann kommen noch zwei Plünderer dazu. Und dann noch so ein doofes Schnappmaul. Und ich habe herausgefunden, dass man die Plünderer oder generell Maschinen, die sich sauschnell bewegen, gut einfach so loswerden kann. Einfach zuerst mit einem Schockpfeil drauf und dann hat man's. Easy. Das wird zu schwer. Ja gut, dann werfen wir was weg, ist ja kein Problem. Rohstoffe, was brauchen wir denn unbedingt nicht? Sowas beispielsweise. Alter, leuchtendes Geflecht. Eins wert, wow. Also wir haben ein Stück, wie viel ist das wert? 30. Gar nicht mal schlecht.
Brauchen wir beispielsweise auch nicht. Brauchen wir Kühlsaft? Keine Ahnung, aber können wir auf jeden Fall später noch verkaufen. So, wo ist denn jetzt der Dulli, wegen wem wir hier fast gestorben sind? Alter, gut, dass ich die OP-Tränke hatte. Die heilen ja einen komplett voll. Also wirklich, egal wie viel Schaden man hat oder wie viel Leben man überhaupt mehr helfbar hat, durch Skillung etc., es heilt einen einfach komplett voll. Und das ist sau praktisch, wenn man mal in einer brenzlichen Situation ist. Einfach mal, ja, ich kriege immer Heilung, mach mich voll bitte. Ohne nachrechnen zu müssen, wie viele Heiltränke braucht man, pipapo. Man kann ja wirklich nur drei Heiltränke gleichzeitig dabei haben. Von der gleichen Sorte. Also ich kann drei Heiltränke und drei OP-Tränke. Also ich nenne sie einfach mal OP-Tränke. Hallo. Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Noah. Hm. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Oh. Du hast es besiegt? Allein? Ja, easy. Stell dir vor. Willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben. Wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Ja, easy. Siehst du mal. Auftrag abgeschlossen in fernen Ländern. Nice. Danke dafür. Ich muss den Bogen in Ordnung bringen. Das Schnappmaul hat ihm nicht gerade gut getan. Ja, das glaube ich dir. Deswegen also der Karte-Punkt. Ich dachte schon, es gibt Special Loot, dass man auch mal Bögen oder Rüstungsteile oder so drin haben kann. Aber nein, anscheinend nicht. So, das hat uns aber nicht wirklich weitergebracht im Sinne von Metallscherben. Wo kriegt man denn gut Metallscherben her? Da habe ich eine Idee, warte mal. Das hier. Zwei Zahn. Banditenlager, Stufe 9. Das dürfte eigentlich sogar easy sein. Komm, da gucken wir einfach mal kurz vorbei. Klopfen wir mal an. Und fertig ist sie. Ist die ganze Hatz. Denn ich will unbedingt, bevor wir wirklich nach Meridian gehen, diese fette Ausrüstung. Bei diesen Seen fühle ich mich echt nicht wohl. Ich fühle mich echt nicht wohl. Siehst du, genau deswegen. Wir sind hier voll im Schnappmaulgebiet. Wir sind hier einfach sogar reingesprungen ins Schnappmaulgebiet und haben es nicht bemerkt. Schon leicht dumm. Aber egal. Versuch mal hier rüber zu schwimmen, ohne dass man mich hier verschlingt. Ich hoffe mal, die bemerken mich nicht. Kann man auch geduckt schwimmen? Man kann tauchen. Geilo. Wie viel Luft hat man denn? Ich kann auch schneller schwimmen, während ich tauche. Nice. Okay, finde ich schön. Okay, kann sie nicht mehr tauchen, die Aloy. Macht aber auch Sinn. So, dann holen wir uns das Banditenlager halt auch noch. Eigentlich habe ich gesagt, ich will die Banditenlager nicht machen. Also nicht hauptsächlich, bevor wir die Hauptquest jetzt angehen, aber wir brauchen die Metallscherben. Bevor wir noch Meridian gehen, will ich richtig heftig ausgestattet sein mit OP-Rüstung und OP-Waffen. Obwohl sogar die Rüstung, die wir uns kaufen wollen, hey, Händler. Das ist übrigens der, bei dem ich immer verkauft habe, während ich hier gelevelt habe, der in dem Tal hier. Die gibt es hier, glaube ich, gar nicht, ne? Die haben wir gerade. Obwohl die gepanzerte aussieht wie die andere, die ja doch manchmal doch ein bisschen freizügig sehen, nachdem von welcher Seite man anguckt. Mit dem freien Bauch und so. Aber ich finde das ganz lustig. Ja, mir gefällt die Rüstung. Danke. auch wenn die gepanzerte aussieht. Die hat ja übrigens auch die gleichen Rüstungswerte, nur dass sie nicht 50 Eisschaden, sondern 50 Feuerschaden macht. Also, abblockt. Ich wollte verkaufen, ne? Ja, okay. Hier, Wächterherz Nummer 1. Also haben wir zwei, dann können wir eins verkaufen. Leuchtendes Geflecht. Oh, braucht man das für irgendwas? Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Behalte ich einfach mal, falls das für irgendwie eine Rüstung mal nützlich ist. Da kannst du alle haben. Kannst du auch haben. Alles easy. Echohülse, Kühlsaft. Kühlsaft finden wir so schnell, da können wir natürlich alles verkaufen. Ich meine, da müssen wir nur zu diesen komischen. Wie hießen die nochmal? Ich weiß nicht ganz. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir die finden. So, haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Lore will ich behalten wegen den Feuerpfeilen. Gibt es eigentlich auch Eispfeile? Ich habe keine Ahnung. Metallgefäß kann auch weg. Weil ich viel Metallgefäße wir einfach haben. Was?
Alter, was? Das ist ja schön. Ey, es geht ja doch voran. Siehst du mal, von 1759. Schön. Ich habe herausgerechnet, 2230 brauchen wir für das komplette Package. Gut, 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 gut. Aber dann werde ich noch ein paar Tränke kaufen zur Sicherheit. Aber die kosten ja wirklich nicht viel von dem her. Oh nein. Metallgefäß. Mann, die habe ich verkauft. Mann. Okay, Metallgefäße. Nicht mehr verkaufen, sondern ja, sammeln. Das kann ich gut gebrauchen. Oh ja, Ele, das kannst du auf jeden Fall gut gebrauchen. Und hier ist der richtige Trank. Es gibt ja zwei Tränke. Es gibt den sogenannten Gesundheitstrank und den Genesungstrank. Der Gesundheitstrank teilt einen quasi nur um einen gewissen Prozentsatz des Lebens. Ich habe keine Ahnung wie viel, aber es ist doch ein gutes Stück. Was ist das da? Ein Wächter. Alter, duck dich auch noch! Ja. Alter! Jetzt halt doch mal still hier! Effekt so sehr. Ich weiß, wie ich gerade interessieren würde. Wir kämpfen ja auch. Wir kämpfen ja auch mit einem Speer die ganze Zeit. Gibt es denn nicht auch bessere Speere irgendwann? Oder ist Speer so eine Standardwaffe, die immer gleich bleibt? Da habe ich wirklich keine Ahnung. Kann man einen Speer modifizieren? Warte mal, das könnte ein großes Indiz sein. Einen Speer kann man nicht modifizieren. Speer selten. Diese Nahkampfwaffe hat einen schnellen, leichten. Überbrückungen freigeschaltet. PSI, Sigma, RHO, X1 und Zeta. Okay. Okay. Alles klar. ja, komm, lass uns. Ich glaube, es wird keinen besseren Speer geben. Aber ich würde es mir wünschen, wenn man auch einen Speer modifizieren könnte. Und auch einen Speer so anpassen könnte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so eine Standardwaffe. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Ich weiß nicht wofür, aber wir können es bestimmt brauchen. So. Da oben wollen wir hin. Das ist mitten auf dem Berg, ne? Kommen wir da überhaupt hoch? Von der Seite oder müssen wir da von der anderen Seite ran? Keine Ahnung. Kommen wir da von der Seite hoch? Ja, guck her! Alter! Scheiße! Den Säbelzahn hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm! Okay. Alter! Zweiten Pfeil anlegen. Wo ist der Dulli? Hey, wo ist der Dulli? Ah, der hat mich verfehlt. Scheiße. Okay, der Wächter ist nur deutlich hier. Ein Dorn im Auge. Alter, der Wächter! Alter, kannst du mal weggehen hier? Du wirst mich hier aber deutlich. Alter! Vom Heiltrank! Alter! Zweiten Pfeil anlegen und drauf! Wenn der wenigstens schon mal ein bisschen Feuerschaden kriegt, dann haben wir schon deutlich leiser. Das ist das, kriegt er schon Feuerschaden. Und jetzt gehen wir nochmal mit einem Schockpfeil drauf, und wir einen Bewegungsunfähig machen. Oh shit. Wow! Da bin ich direkt reingesprungen. Keine Munition. Oh shit. Nachcraften. So, bevor er mich anspringt. Alter! Okay. Er ist gestunt. Okay, das macht gut Schaden. Wird's reichen? Wird's reichen? Es wird reichen. Easy. So, das ist eine gute Strategie gegen den Säbelzahn.
Zuerst mit dem Feuer drauf, dass er deutlich viel Schaden kriegt. Und dann nochmal mit dem Schock nach, wenn es noch nicht gereicht hat. Aber die Wächter, die waren gerade eklig. Boah! Das hat mich echt 2 Heiltränke gekostet. Ne, ehrlich, das ist nicht gut. Wir müssen endlich mehr Kräuter sammeln, das ist wirklich wichtig. Das ist auch gut, dass wir da hochgehen. Denn ich weiß, dass Banditen gerne mal den einen oder anderen Heiltrank dabei haben, den sie auch gerne mal droppen. Ich habe vergessen, dass hier ein Säbelzahn ist. Den hatte ich ja gar nicht mehr verstanden. Ja, okay, da können wir auch im Questmenü gleich markieren. Na, warte auch. Wie kommt man denn da am besten hoch? Gehe ich hier den richtigen oder gibt es dafür auch einen Weg? Ich habe keine Ahnung. Versuchen wir mal hier die Steine drauf zu kommen. Der Himmel hat es lange angekündigt. Was denn? Wird's gleich schnell? Okay, hier scheine ich nicht höher zu kommen. Komm schon, Aloy, was kriegst du denn? Ach komm! Aloy! Nee, Aloy will nicht. Jetzt will er. Oh shit. Okay. Jetzt sind wir erstmal in Sicherheit. Das verdienen wir, werden wir wahrscheinlich.